So schaut's aus, Freunde. Mein Name ist Marcel und ich begrüße euch zum Let's Play Skylanders Swapforce, der Story. Und ihr seht, wir fangen jetzt neu an, komplett neu, noch nichts hier gestartet. Ich habe das jetzt gerade zum ersten Mal drin. Und Albtraum können wir erst spielen, natürlich später, ist klar. Schauen wir mal. Besiege deine Gegner ganz leicht mit der Macht deiner Skylander. Gegner sind stark und gefährlich und bringen Skylander an ihre Grenzen. Erhalte einen Bonus auf Beute und EP. Heißt, da kriegen wir schon ein bisschen mehr EP-Punkte. Wisst ihr was, Freunde? Wir let's play that auf schwer. Ja. Ich suche die Herausforderung. Ich möchte auch diese Herausforderung. Und deswegen auf schwer ist eigentlich schon gediegenst. So, jetzt schauen wir erstmal, was Eon zu sagen hat. Ich bin Eon. Und ich werde dich auf deiner abenteuerlichen Reise begleiten. Dies sind die Skylands. Eine magische Welt der Wunder und Abenteuer. Beschützt von den größten Helden aller Zeiten, den Skylandern. Spyro, Trigger, Gil Grant. Und sie angeführt. Aber das jetzt sage ich nicht Ninja Stealth. Und jetzt hilft dir dabei die Swap Force. Stinkbomb, Nightshift, Washbuckler, Blast Zone, Free Ranger, Freeze Blade, Magna Charge. Fast alle dabei, ne? Wattle Check fehlt, Hood Loop hat noch gefehlt. Die Heimat eines magischen Vulkans. Alle 100 Jahre vereinen vier alte Elementarwesen ihre geballten Kräfte im Innern des Vulkans, erzeugen eine gewaltige Eruption und erneuern damit die gesamte Magie in den Skylands. Doch wo auch immer mächtige Magie ist, da lauert auch große Gefahr. Bei der letzten Eruption wurden die Elementarwesen von Dienern der Finsternis angegriffen. In dieser dunklen Stunde eilten die Skylander zur Hilfe. Einfach ist das geil. Richtig schön mit dem Eisblick. Nach einem epischen Kampf saßen die Helden auf dem Gipfel des Vulkans fest. Die Skylander konnten nicht entkommen und die magische Energie der Eruption verlieh ihnen eine neue Kraft und machte sie zur Swap Blast Buckler. Voll. Mit dem fangen wir auch gleich, glaube ich, direkt an. Erstmal ganz geliebt. Blast Buckler. Aber die Explosion trug sie weit von den Skylands fort. Zack, geswappt. Zu dir. Gerade rechtzeitig. Die Skylands brauchen Hilfe. Ein großes Abenteuer liegt vor dir, Portalmeister. Sieh her. Ja. Die große Eruption ich bin bereit. Des Bruchvulkans. Wunder, Magie und Abenteuer warten. Boah, Flynn. Ah, das sage ich dir, Hugo, das wird spektakulär. Ich weiß, Flynn, du wirst aus erster Hand sehen, was seit 100 Jahren keiner mehr gesehen hat. Genau, ich habe extra diesen Vulkanhut gekauft. Ist das Flynn? Rutsch rüber. Oh, hallo, Kelly. Vermisst du mich schon? Ehrlich gesagt, kaum zu glauben, dass ich das sage. Aber ich... Ah, mein Hut! Tut mir leid, muss los. Sie wollte gerade ihr Herz ausschütten. Sie hätte dir doch jetzt bestimmt gesagt, Adios, dass sie dich liebt. Flynn, du hast alles versaut. Die Frauenheld. Wow, was war das? Ich bilde es mir wohl ein. Eine Sekunde lang klang es wie ein riesiges Huhn. Bist du ein Skylander? Nun nein, nicht direkt. Nein. Ich kenne sie, aber... Oh nein, sie haben uns. Es geht um meine Heimat. Wenn du die Skylander wirklich kennst, musst du mir helfen. Nun, eigentlich bin ich ja im Urlaub, aber zur Gefahr sage ich niemals nein, also... Okay, Gefahr sieht. Wo geht die Reise hin? Direkt in den Vulkan. Dort ja. Steht der Museum. Ich will ehrlich sein, das schwebte mir nicht vor. Ich kenne den Weg, glaub mir. Ah, ist das geil. Na, dann wollen wir mal schön festhalten. Schön in den Vulkan reinbrettern. Ich sag dir gleich mal, was ich drauf habe.
So, ab der Fisch jetzt hier. Komm, ich will jetzt spielen. Oh, jetzt. Oh, ich muss mit dem Schiff fliegen. Hey, Fuchsi, ich hab keine Ahnung, wo es lang geht. Boah. Es ist soweit, Portalmeister. Jetzt geht's los, Freunde. Es geht los. Oh, ich darf zum ersten Mal drauflegen. Oh, ich bin ja so nervös, Freunde. Los geht's. Washbuckler. Blastbuckler, Mensch. Krach und Krawall. In Ordnung, die Skylander sind hier. Boom. Jetzt gibt's eine Riesenshow. So, wir können springen ja auch mittlerweile. Habt ihr aber bestimmt schon mitbekommen. Ich kann es gar nicht glauben. Hier, zack. Aufpassen! Das war mein Lieblingsschiff! Drücke Angriff, um das Wrack zu räumen. Okay. Hey, Skylander, wärst du wohl so gut, das ganze kaputte Zeug von meinem Schiff runterzufegen? Ach ja, sicher, dafür bin ich ja da. Oh nein, das sind die grünen Luftbarone. Wir müssen sie ausmanövrieren. Guck mal, die schießen mit Jumpies. Jumpy! Ui. Kommen die Jumpies. Zack, zack, zack. Man muss aber schon wirklich sagen, Freunde, die Grafik, die ist ja schon geil. Ne? Wenn wir mal ganz offen und ehrlich sind, die Grafik, die rockt schon auf jeden Fall. Die Jumpies sehen auch geil aus. Guck mal die Augen, wie groß die sind. Cool. Oh, ich freue mich voll. Jetzt, zack, oh, schön. Guck mal hier, unten, die Kraken da, die Arme da. Boah, richtig cool. Schnell alles einsammeln hier. Schnell, schnell, schnell. Weiter so. Es gibt noch einen Weg raus, mitten durch den Kern des Vulkans. Oh, grausig, große Schiff an Backbord. Oh, jetzt kommen wieder Chompies. Oder Steuerbord. Jetzt schießt er wieder Chompies an mich. Sonne, was ist das denn? Greebo. Neue Gegner, Freunde. Greebo. Sehen so aus wie kleine Gnome, ne? Oh, oh. Ja. Wir wurden geändert. Ach doch, da sind sie. Zack, zack. Gleich geschafft. Die sind auch schon ein bisschen... Weg von meinem Schiff, ihr gelben Plage. Die nehmen schon ein bisschen mehr Angriffe. Ein bisschen Schaden mehr, meine ich. Oh, aufpassen. Zack, zack, schönes Ding, schön. Komm schon, halte durch, altes Mädchen. Da, ich sehe schon den Ausgang. Gleich so, und unten seht ihr ja die EP-Leiste. Es ist nämlich so, dass wir nur eine, also immer nur den oberen Skylander aufleveln. Der untere ist, wird nicht aufgeleveln. Der hat spezielle andere Ebenen im Spiel, aber da kommen wir ja später zu. Da werden wir dann natürlich im Laufe des Spiels alles sehen. Für die, die jetzt nicht wissen, woher ich das alles weiß, das liegt daran, weil ich ja auf der Gamescom war und da konnte ich das nämlich schon ein bisschen spielen. Da hat man das dann mitgekriegt gehabt. Eigentlich war es ein streng geheimes, unglaublich komplexes Manöver. Zum Glück bin ich der beste Pilot in den Skylands. Captain Flynn. Naja, fast. Deswegen muss ich ja immer dein Schiff reparieren, ne? Wie bitte, Miss... Tessa. Ich bin Tessa. Klar bist du das. Hi. Also, was ist dein Problem, Tessa? Mein Dorf wurde angegriffen, genau vor den Vulkan. Der alte Frauenheld gibt wieder Gas, ey. Weit, komm schon, ich zeig's dir. Hey, cool bleiben, Missy. Ich gehe nirgends hin ohne mein Schiff. Ein guter Captain tut das nie. Nein. Ach so, genau. Ha, ich hab den nämlich runtergenommen. Ich wollte einen anderen Skylander mal drauf machen. Ninja Stealth Elf. Leise, aber tödlich. Warum ist nicht Ninja? Hey Skylander, hier drüben. Na, vielleicht kommt er ja. Hallo. Ich kann nicht glauben, dass ich mit einem richtigen Skylander spreche. Wow. Okay, jetzt nur nicht die Nerven verlieren, Tessa. Sie rastet voll aus, so genauso wie ich. Nach Holzhausen. Die Greebles, die uns angegriffen haben, machen noch immer Ärger. Wir brauchen wirklich deine Hilfe. Ich sagte doch, ich werde mein Schiff nicht verlassen. Sieh dir das alte Mädchen doch nur an. Das wird nie wieder werden. Jetzt sorge wenigstens dafür, dass ihr Opfer sich gelohnt hat. Keine Sorge, ich lasse es in die Stadt schleppen. Geh du vor, Skylander. Folge einfach dem Weg. Er führt dich direkt nach Holzhausen. Gut, alles klar. Also, auf dem Weg nach Holzhausen. Nach City. Drücke Sprung, um über Hindernisse Falsches zu springen. So. Schauen wir mal, was hier so los ist. Ja.
In dieser Zone sind Skylander des Feuerelements stärker. Feuerelement ist hier stärker, okay. Dann würde ich sagen, hauen wir da mal ein Feuerelement drauf. Aber ich mache das jetzt mal anders. Nämlich so. Blast Ranger. Krach und Krawall. So. 4 gewinnt. Aha. Sehr gut. Wer es findet, darf es behalten. So, alles einsammeln hier, ne? Oh, guck mal, wir können hier so einen Wirbel machen vom Free Ranger, der untere Teil, also Ranger. Bitte hilf mir aus diesem Käfig raus, Skylander. Ich helf dir, ich helf dir. Dafür ein waschechter Skylander. Tessa hat dich gefunden. Oh oh, das klingt nicht gut. Was ist los? Oh nein, guck mal, da war alles gewesen. Oh, ja, das muss man doch erstmal wissen, ne? Danke, dass du mich rausgelassen hast, Skylander. Ich hab nämlich Platzangst. Oh nein, das ist eins von diesen Kampftoren. Wir sitzen hier fest, bis du alle Gegner besiegt hast. Ich glaub, das schaffe ich. Wie die Gegner da. Jumpies. Hol sie dir, Skylander. Drücke Angriff, um die Jumpies zu besiegen. Ach ja, genau. Und hier macht er denn so für eine Attacke. Ah, da können wir so durch die Gegner durchlaufen. Wirbeln, sag ich jetzt mal. Die Chompies, die sind aber wirklich immer so extrem einfach. Ne? Also da haut man wirklich einmal drauf und die sind sofort platt. Bei den anderen ist es schon ein bisschen schwieriger. Mal gucken, was uns noch so alles erwartet im Laufe des Spiels. Na hol, Schatzkiste, jawohl. Baby. Ach, nee. Hier, ich meine. Whiskers, wie haben sie dich erwischt? Das werden mir diese Greebles büßen. Die Greebles sperren diese bemitleidenswerten Wesen in Käfige. Was wollen sie nur mit ihnen? Das lasse ich nicht zu. Geh du nach Holzhausen, Skylander. Ich hole die Leute aus den Käfigen raus. Okay, Tessa. Dann machen wir mal Teamarbeit. Ne? Du gehst weiter nach Holzhausen, Skylander, und ich hole sie aus den Käfigen. Und sei vorsichtig. Schön. Einsammeln hier. Irgendwie ist das Geld auch nicht so viel, würde ich sagen. So 13? Ne, das war damals mal mehr. Greeble-Spinner. Greeble-Screwball. Okay. Oh, das sind Greebles, die können schießen, ne? Das sind so lustige Zwischensequenzen. Die finde ich ganz cool, muss ich sagen. So, dass sie jetzt auch den Gegnern so kleine... Da, guck mal, da haben wir was gefunden. Was ist das denn? Flints verlorene Dinge. Okay. Hep. Denk dran, Portalmeister. Du kannst deine Skylander jederzeit wechseln. Okay. War das jetzt eine Anspielung, dass ich hier schon so lange Blast Ranger drauf war? Aber wisst ihr was? Eigentlich können wir den ja auch mal wechseln, ne? Wir haben ja nämlich auch noch andere. Jetzt setze ich mal Countdown drauf. Ich bin die Bombe! Du bist die Bombe. Und zusammen sind wir Bombe. Du meine Güte, ein Miss echter Skylander. Poppy. Wir sind gerettet. Die glauben das alle nicht, wenn ne, dass es Skylander gibt. Kämen wir sicher aus dem Käfig raus. Okay. Ja, mach ich, ne? Aber jetzt kommen da bestimmt wieder Gegner, oder? Immer noch Feuer ist hier stärker. Schafft. Vielen Dank, Skylander. Wir helfen dabei, die übrigen dieser armen Wesen zu befreien. Danke. Oh, guck mal, der schießt seinen Kopf. Guck mal, ich gehe ohne Kopf. Da ist er wieder. Bing. Ich kann seinen Kopf schießen. Ah, ist das cool, ey. Das hört sich aus. Bam, 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 bam.
Zack, ein Schlüssel. Schlüssel sehen jetzt auch besser aus, so schön groß, ne? Auf jeden Fall. Da glaubt ihr das auch nicht, dass hier ein Skylander ist? Ach, guck mal. Skylander. Diese Elementartore sind überall auf den Wolkenbruchinseln zu finden. Sie warten hier schon seit fast 100 Jahren auf eure Rückkehr. Die Legende besagt, dass die magischen Tore sich nur für Skylander mit dem passenden Elementsymbol öffnen. Okay. Das ist ein Lebenstor. Es öffnet sich nur für Skylander mit dem Lebenselement. Ja, gab's ja auch damals schon mal. Gibt es auch Dual-Elementartore zu finden. Um sie zu öffnen, brauchst du beide passenden Elementsymbole. Es ist ganz egal, welche Swap Force-Teile passen. Die Elemente können sogar auf zwei verschiedenen Skylandern sein. Okay, alles klar. Dann brauchen wir... jetzt machen wir mal anders. Genau, jetzt nehmen wir mal... Wash Zone. Achtbein statt Holzbein. Perfekt. Sehr gut. Also muss ich sagen, das finde ich gut, dass jetzt auch die Elementartore verbessert haben. Dass es da jetzt auch mehr Möglichkeiten gibt. Vorher war ja nur jedes Element immer einzeln gewesen. Und jetzt ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Kriege ich das hier nicht kaputt? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, weil ich Wasser bin, werde ich dadurch nicht beschädigt. Kann das sein? Oder sind auch, oder schießen sie auch auf mich? Zack. Oh, da müssen wir... Da war Gold. Da brauchen wir keine Karte. So, immer mal weiter hier. Ah, da ist ein Hut, glaube ich. Und legendärer Schatz. Ach, guck mal, die sind jetzt auch in diesen Geschenkpaketen. Meistens magischer Spiegel. 5+5 Früchte. Also aktiviere diesen Schatz, indem du ihn auf dem Podest des Holzhausen setzt. Okay. Also kann man jetzt auch... Finde ich auch nicht schlecht, dass man jetzt die... legendären Schätze auch benutzen kann, einsetzen kann. In dieser Zone sind Skylander des Feuerelements stärker. So, Freunde, ich weiß, ich bin jetzt richtig gemein, aber das war es erstmal für die erste Folge gewesen und dann schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Mein Name ist Marcel und ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, Zuhören, alles andere auch und habt Spaß beim Swappen.